Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Stellaris. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir uns in Diplomatie versucht und haben einige, teilweise sogar sehr gute Deals für uns rausgeschlagen und sollten jetzt etwas schneller sein in der Forschung. Und mir ist zwischen den Folgen aufgefallen, hier fehlt doch was. Da sitzt nämlich ein Robo ohne Mining Network. Und hier fehlt noch was, da wird nämlich kein Robo gebaut. Und da sollte auf jeden Fall ein Robo gebaut werden. Dann sind wir hier erstmal wieder versorgt, bis der Robo fertig ist. Naja, dauert es ein bisschen und unsere Leute fangen tatsächlich an, von unserer vollen Heimatwelt auszuwandern. Der hier. In 20 Monaten wandert der hier nach Merga. Was erstmal gar nicht so schlecht ist, dann haben wir hier insgesamt, wenn der Robo dann fertig ist, 5 Pops und dann können wir das ausbauen. Eigentlich möchte ich aber unterm Strich hier eigentlich möglichst wenige Biopops auf dem Planeten haben. Die Biopops sollen nachher auf diesem Planeten hier und sollen hier forschen und Energie gewinnen, aber das hat noch Zeit. Das hat alles noch ein bisschen Zeit. Ich gucke gerade nochmal auf unseren Hauptplaneten, da gibt es nichts zum Upgrade. Ich kann jetzt hier leider relativ schlecht nur weitere Robos bauen. Ich hätte eigentlich ganz gerne hier noch in den Mineralien noch ein paar Robos, ganz gerne. Ich könnte ja mal tatsächlich von der Mechanik Gebrauch machen, von der ich eigentlich nur sehr selten Gebrauch mache. Könnte hier tatsächlich mal jemanden umsiedeln. Ich habe gerade selber gesagt, das will ich eigentlich will ich auf dem anderen Planeten gar nicht so viele von diesen Pops haben. Aber ach so, Moment, kann ich das überhaupt? Oder kann es eventuell sein? Ja genau, dass ich nämlich ich darf gar nicht umsiedeln. Egal. Dann erlaube ich einmal, wenn ich das dann brauche, für ein paar Jahre die Umsiedlung und dann stelle ich es wieder ab. Sonst werden meine Leute hier, diese hier werden dann unzufrieden, wenn ich meine Leute umsiedeln darf. So, was mir auch aufgefallen ist, wir haben hier noch diese zwei Dinge, die wir noch erforschen können. Das bringt mir, achso, ich glaube, das bringt mir in dem Fall nur Special Project und nicht Influence. Aber ich dachte, wenn es denn vielleicht doch Influence gibt, dann wäre es noch eine Möglichkeit, da noch ein bisschen was rauszuholen. Denn ich brauche momentan gut Influence, um mich hier nach Norden weiter ausbreiten zu können. Special Project complete. So, wir haben ein weiteres Cybrex-Artefakt, das war dieses hier. Und wir fahren jetzt nach hier oben und holen uns das vierte. Dann fehlen uns nur noch zwei. Was haben wir denn hier gebaut? Das würde mich doch mal interessieren. Das steht leider nicht drin. Aber irgendwas werde ich hier schon gebaut haben, sonst hätte er mir das ja nicht angezeigt. Ich kriege Void Cloud Observation. Ich weiß nicht, was mir das Projekt bringt. Physics Research. Achso, ich muss 100 Physics Research ausgeben. Das ist nicht so schrecklich viel. Ich kriege inzwischen schon super viel davon. Das sind 2 Monate. Und dann hake ich den auch nochmal ab. Dann räume ich mal ein bisschen auf im Sitrep. So, wir haben immer noch relativ wenig Energie und mehr als genug Mineralien. Das heißt, ich werde eher in Richtung eines Systems gehen, wo wir Energie bekommen. Also eher nach hier. Erstmal für die weitere Expansion. Special Project complete. Und die ja, wenn ich das mache, dann bekomme ich irgendwie einen Trade, dass ich die besser und schneller töten kann. Das muss nicht unbedingt sein. Und hier kriege ich die Void Clouds. Genau, die Void Clouds sind diese Energiebündel, die hier die ganze Zeit rumschweben. Und ich kriege jetzt mehr Schaden auf die. Das trifft sich gut. Irgendwann werde ich die sowieso mal wegräumen müssen. So, ich werde die Amöben auch noch gerade erforschen. Special
Science Division report success. Dann haben wir, was haben wir? Starhold. Oh, super. Das trifft sich sehr gut. Ich hätte ganz gerne, ja gut, die nächste Technologiestufe kriege ich noch nicht. Ich kann übrigens Zerstörer bauen, ist mir gerade aufgefallen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Muss ich auch gar nicht. Ich bin ja momentan in keinem Krieg, aber ich sollte mal dran, wie jede Folge sage ich, ich sollte mal daran denken, irgendwann dort meine Flotte zu erweitern. Ich gehe mal mit Robomod. Das wird langsam auch Zeit, wenn ich anfange jetzt. Wenn ich langsam anfange, mehr Mineralien abzubauen. Vor allen Dingen, wenn ich das durch Roboter tun möchte. So wie ich das eben hier tue. Im Moment, ich werde hier gleich, weil ich eh schon die ganzen Ressourcen habe, werde ich hier gleich noch den Kollegen einreihen in die Produktionswarteschleife. So, Starhold bringt mir nachher wesentlich mehr Energie, weil ich dadurch mehr Slots bekomme. Das ist doch gut. Und ich werde auch gerade nochmal in den Ship Designer reingehen. Ich werde mal gucken, ob ich mir nicht Artillery baue. Also meine ganzen Gegenspieler haben momentan noch nichts, wo ich große Waffen groß gegen einsetzen könnte. Das ist so ähnlich wie in Eve. Da gibt es Tracking. Und wenn ich mit zu großen Waffen auf Sachen schieße, dann treffe ich die einfach nicht. So, hier sind wir immer noch bei plus 93. Hier habe ich nichts anderes. Das wird, glaube ich, schon alles so gewählt, dass es optimal ist. Bei minus 7, ich könnte hier noch einen Reaktorbooster reinbauen. Ich könnte aber auch einfach noch zwei Panzerungen verbauen, dann habe ich dieses ganze Problem nicht. Und dann nennen wir das Ganze mal Stalker, alles klar. Und dann werfen wir dieses automatisch konstruierte Ding weg. Und haben hier unser neues Schiff. Das werde ich auch gleich mal, werde ich ein, zwei Stück in meine Flotte, glaube ich, einbauen. Sind momentan bei 669 Fleet Power. Moment, die Flotten hier löse ich gerade mal auf. Hier, da ist ja eh nichts drin. Jetzt ist die Frage, wie viel kann ich mir davon noch leisten? Wenn ich vier davon baue, bin ich bei 21. Ja, muss ich aufpassen, dass ich nicht hier über meinen Naval Capacity rüberkomme. Aber ich habe erst zwei davon gebaut, das heißt, ich bin immer noch drunter. Wenn ich über meine Naval Capacity komme, dann werden meine Kosten, meine Wartungskosten für die Schiffe extrem erhöht. Und das muss ja nun wirklich nicht sein. Dann gucke ich mal, auf wie viel Fleet Power ich komme, wenn die beiden Schiffe fertig sind. Mit ein bisschen Glück kann ich da so lang. Ich meine, mein Kollege hier, der verkümmert so ein bisschen hier in seiner Winzecke. Und eigentlich komme ich ja ganz gut mit dem klar, ne? Wenn meine Schiffe stark genug sind, dann kann ich mal darüber nachdenken, ob ich für den nicht tatsächlich mal hier das Ganze leer räume, damit er sich ein bisschen weiter ausbreiten kann. Hier auch für mich selber zum Beispiel. Hier so eine Ecke drin zu haben, ist nie gut. Na gut, die hier werde ich wohl nicht wirklich früh wegbekommen. Mit ihren 8000 Fleet Power. Special Project complete. So, Energy Credits plus 5%. Oh, das nehme ich gerne mit. Das nehme ich absolut gerne mit. Ist das permanent? Ja, tatsächlich, das ist permanent. Ja, aber hallo. So, was sagt meine zweite Welt? Wir bauen hier unseren Robo. Ja, ansonsten können wir hier nichts groß machen. Müssen halt warten, bis wir 5 Pops haben. 1, 2, 3. Ja, wenn der fertig ist und dann der andere Typ umgesiedelt ist, dann haben wir das. Und ich hoffe mal, ich habe jetzt hier
nur einen gebaut und nicht zwei, weil ansonsten komme ich über mein Fleet Limit und das wäre ärgerlich. Wo kann ich das denn nochmal? Kann ich das hier sehen? Irgendwo kann ich sehen, was ich gerade für die Flotte baue. Wo war das denn? Energy Grid ist immer gut. Power Plant 2 ist auch gut. Planetary FTL Inhibitor. Das ist auch gut. Vor allen Dingen für jemanden wie mich, der jetzt eher so in Richtung Turtle geht, ist das, glaube ich, eine super Sache. So, hier sind wir dabei, das vierte Cybrex-Artefakt zu bergen. Ist doch das vierte, oder? Ja, ist das vierte, genau. Und hier sind wir dabei, den letzten Planeten zu erforschen, den wir noch brauchen, um das Sitrep hier oben abzuschließen. Genau, da sind wir nämlich. Und wir kriegen dafür 500 Society Research und 500 Energy Credits. Alles klar, gerne. Das nehme ich gerne mit. So, und bis wohin geht der? Der geht bis hier. Ja, dann machen wir das mal ein bisschen anders. Dann lassen wir den mal das hier alles durchsuchen. Und den hier, wenn der damit fertig ist. Special Project complete. Den ganzen Kram hier, der ist nämlich auch immer noch nicht gemacht. Und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Oh, wir sind schon wieder bei 105 Influence. Dann hole ich mir doch glatt hier meine Energie und meine Mineralien ab. Und wir sind jetzt tatsächlich bei 867 Flottenstärke. Das ist schon mal ganz gut. Und eventuell sollte ich im Fleet Manager einfach einstellen, dass ich hier nur 21 Flottenpunkte drin habe. Und jetzt habe ich alle in Auftrag gegeben. Alles klar, dann wird die Flotte wenigstens vervollständigt. Und hier ist... Ach so, meine Pop ist jetzt ausgewandert. Ja, nächsten Monat wird da ein neuer anfangen zu wachsen, glaube ich. Was ich aber auch machen kann, ist, ich stecke den Kollegen da rein und baue hier ein Robo. Das wollte ich sowieso schon lange mal machen, weil das ja super suboptimal ist, wenn hier einer von den Kollegen in der Mine drin steckt. Das dauert jetzt natürlich ewige Zeit, die ich hier 5 Mineralien weniger habe. Währenddessen kriege ich aber dafür Forschung. Forschung ist auch gut. Und Mineralien habe ich ja momentan genug. So, dann gucke ich mir meinen Planeten wieder an. Er hier ist eingewandert. Dann habe ich jetzt 1, 2, 3, 4 Pops hier. Das ist immer noch nicht genug. Schade eigentlich. Was kann der denn mal abbauen? Ich hab halt nichts hier, was so wirklich Sinn macht. Momentan. Der baut jetzt 2 Mineralien ab, aber was soll ich mit 2 Mineralien? Ja gut. Dann machen wir ruhig weiter. Construction complete. Taking evasive action. Muss ich mir gleich mal angucken, was da passiert. Währenddessen baue ich hier erstmal Mining Station. Ach so, hier. Das sind Amöben. Ich glaube, die waren die. Ja, die haben mich neulich mal platt gemacht. Da sollte ich vielleicht den einfach sein Ding machen lassen und dort abhauen lassen. Und sollte das System erstmal umgehen. Die haben 500... Genau, der geht jetzt raus. Die haben 500 Flottenstärke. Das ist nicht so super viel, ne? Da könnte ich eigentlich mal mit meiner Flotte vorbeigucken. Meine Flotte ist aber jetzt wirklich relativ weit weg. Aber ich bin bei 961 Flottenstärke. Was sind denn das für Kollegen? Was haben die denn für... Die haben keine Schilde. Und ich habe jetzt natürlich auf meiner Flotte... Waffen drauf, die Malus auf
Armor Damage und Bonus auf Shield Damage haben. Ja, das ist nicht so optimal. Ist aber auch egal, dann habe ich hier... Ja, ist eigentlich nicht egal, wenn ich da so ein Loch drin habe, ne? Kann ich eigentlich mal gucken, also. Habe ich inzwischen schon Blue Laser? Nein, habe ich nicht. Aber ich baue gerade mal meine Schiffe um. Allzu teuer ist es nicht, wenn ich da so ein blödes Loch drin habe und dann nachher nochmal mit einem Forschungsschiff vorbeigucken muss. Dann dauert das wieder ewig. Ich weiß nicht, wie viel. Ich habe jetzt bestimmt viel zu viel ausgegeben. Für diese Aktion, aber was soll's. Fehlen mir immer noch die 65? Mal gespannt. Sieht so aus, als würden die mir... Ich weiß es nicht, ob er jetzt das Upgrade durchführt oder nicht. Ich meine, die 65 Mineralien habe ich ja. Achso, und hier bauen wir gerade noch Zerstörer. Und erst jetzt macht er das Upgrade. Okay, dann gucken wir mal. Da haben wir auch alle... Haben alle das Upgrade gekriegt. Meine Flotte ist komplett auf 1000 Kampfstärke. Das heißt... Moment, und ich habe ein neues Cybrex-Artefakt gefunden. Das heißt, ich gehe hier oben mal die Jungs besuchen. Wo waren die denn noch gleich? Hier oben waren die. Und hier ist nochmal ein 1000er. Ja, den 1000er, den kriege ich noch nicht. Also noch nicht sicher genug mit meiner Flotte. Und wenn ich die, wenn ich welche von den Schiffen verliere, das wäre halt total ärgerlich. Hat der den 5er? Ne, der hat nicht den 5er. Der hier hat den 5er. Dann macht er zuerst mal das Cybrex-Artefakt hier. Science Division report success. Unser Sensorlink ist ausgelaufen. Na gut. Naval Capacity ist erstmal relativ wichtig. Starbase Capacity ist auch wichtig. Aber Naval Capacity, da bin ich... Ja, ich bin bei beiden schon am Limit. Aber hier, ich brauche hier oben erstmal keine weiteren Starbases. Deswegen gehe ich erstmal mit Naval Capacity. So, ich bin inzwischen schon wieder bei 80 Influence. Und das System hier sieht relativ saftig aus, aber ja, ich muss leider den Schritt über dieses System gehen, sonst kostet mich das viel zu viel Influence. Bringt dann überhaupt nichts. Und mit ein klein bisschen Glück habe ich jetzt das 6. Cybrex-Artefakt gefunden. Aber da heißt es warten. Spannung wird aufgebaut. Kommen denn die 1400 Energie schon wieder her? Und wie sieht's hier aus, ist die Frage. Eins, zwei, drei, vier. Ein Monat noch, komm, das schaffen wir, das schaffen wir und dann weiß ich auch wohin mit den Mineralien. Da ist es. Planetary Administration, dann kriege ich nämlich die Boni auf den Teils daneben. So. Puh, was war das denn nochmal? Ich glaube, die Monolithen bringen mir nicht viel. Ich weiß es aber nicht. Ich gehe lieber Research. So. Wenn der fertig ist, kriege ich hier einen Bonus. Aber den Bonus kriege ich hier auch so. Also lasse ich es einfach mal so, wie es ist.
Und wenn der fertig ist, dann kann ich auch meine, Mineral Processing Plant bauen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Science Division report success. So, wir haben Robot Modification Points. Super. Glaube wir. Das ist Voidcraft, ne? Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, wenn ich jetzt hier in Richtung Voidcraft gehe, ob ich dann nachher mehr Voidcraft-Technologien bekomme, eventuell. Aber andererseits hängen wir, was Schiffstechnologien angeht, sowieso sowas von hinterher. Dass ich glaube, dass ich erstmal die Panzerung weiter hochforsche. So, jetzt können wir nämlich, das ist übrigens der Spezies-Bildschirm hier, jetzt können wir nämlich unsere Roboter modifizieren. Und das ist jetzt nicht mehr Robot, das ist jetzt meiner Robot und meiner Robots und Adjektiv ist Ja, das passt schon. Robotik. Als komplett fantasieloser. So, da kann ich jetzt nämlich Power Drills einbauen. Dann kriegen die plus 10% Mineralien. Und das funktioniert genauso, das ist auch genau dasselbe wie dieses, wie diese Trade Selection ganz am Anfang. Für die Rasse, die ich selber spiele. Und das kann man auch da machen, da braucht man nur die richtige Technologie dafür, dass man die Sachen wieder austauscht und modifiziert. Brauche ich irgendetwas anderes? Ja, das ist Unsinn. Robot Upkeep, das ist gar nicht so schlecht vielleicht. Das ist Food plus 10% weniger Consumer Good Costs. Mehr Unit, das bringt mir nichts. Das bringt mir nicht so wirklich was. Auf jeden Fall baue ich erstmal die Mining Drills ein. Jetzt kann ich nämlich, wenn ich hier solche negativen Trades dazu nehme, dann kann ich nämlich weitere positive Trades wählen. Ich den jetzt nehme, habe ich mir insgesamt 2 Trade Points erkauft. Und kann 2x1 noch dazu nehmen, dadurch, dass ich noch 2 Picks habe, oder 1x2. Der kostet plus 20%, was halt eine ganze Menge ist. Wenn ich den aber dazu bringe, genau, dass er 25% weniger Energie verbraucht, dann ist das auch schon ganz ordentlich. Oder Consumer Goods. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, weil ich dann den Robos höhere Rechte geben kann. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass die irgendwann mal rebellieren. Ja, nehmen wir mal. Das heißt, wie oft will ich denn überhaupt noch Robos bauen? Naja, den einen Planeten will ich im Grunde genommen komplett damit vollbauen. So. Kann ich denn jetzt, was passiert, wie viel kostet mich das jetzt? Kostet mich 2120 Engineering. Das ist halt super viel. Das kostet mich 1310. Ich werde erstmal das hier machen. Das ist jetzt nämlich tatsächlich ein Forschungsprojekt und das dauert halt ein bisschen. Das dauert sogar ziemlich lange. Aber da sind alle Roboter, die ich momentan hier auf Merga schon habe, werden dann umgebaut auf den neuen Typen. Und der bringt mir mehr Mineralien, was halt ganz cool ist. Den hier, der ist sowieso noch nicht weit, den breche ich ab. Da baue ich einfach so den neuen. Der kostet halt 120 statt 100, aber ich meine, was sind 20 Mineralien? Nix halt, eigentlich. Planetary Administration ist noch lange nicht weit genug.
Es lohnt sich, glaube ich, noch nicht hier. Ja gut, das wird eh nicht fertig. Bis die Planetary Administration fertig ist, kann ich das, was ich eben angedacht habe, nämlich Mineral Processing Plant, hier sowieso noch nicht bauen. Und hier auf dieser Welt haben wir noch die alten Robos halt die ganze Zeit rumsitzen. Den hier noch abzubrechen und neu zu bauen lohnt sich. Das kostet dann halt viel Engineering, die alle umzubauen, aber ne? Was soll's? So, wie, was macht unsere Flotte? Unsere Flotte ist unterwegs. Die 911 Power, das ist halt nicht so super viel. Pulsar, Initial Scan revealed that Pulsar, in addition to its regular electromagnetic beam, is emitting separate beam at a limited wavelength, which is only visible in the same system shorter and shorter intervals. According to initial calculations, interval between these pulses will reach zero at date. Das klingt irgendwie nach Krise, oder? Ist das die Robo-Krise? Warum sollte das denn jetzt schon anfangen? Nee, weiß ich nicht, was das ist. Lass ich mich überraschen. Ich hätte mir das Datum vielleicht aufschreiben sollen. So, habe ich noch irgendwo Special Projects? Nee, habe ich nicht. Keine Cybrex-Artefakte mehr. Schade. Dann hänge ich genau auf dem 5. Naja. So ist das Leben. So, wenn der hier fertig ist, dann breite ich mich in diese Richtung aus. Da habe ich schön alles. Da habe ich ein bisschen Energie, um das zu finanzieren, was sie sonst bringt, nämlich Mineralien und Forschung. So, also mit diesen Konstruktionsschiffen irgendwie habe ich zu wenig Influence. Ich kann mit denen momentan nichts anfangen. Naja, irgendwann gibt sich das schon noch. Construction complete. So, hier haben wir auch schon wieder alles voll gebaut und uns fehlen immer noch 3 Monate Wert an Influence. Anomaly found. Und dann waren es nur noch 2 Monate. So, gucken wir noch gerade die Planeten an. Wir sind bei... Dann ist das Ding fertig. Permanent communications have been established with an alien empire. Wer ist das denn? Das sind... Oh. Ich glaube, mit denen werden wir uns eher schlecht vertragen. Aber ich guck mal, wer das ist. Das war irgendwas... Genau, diese hier. Die mögen uns nicht so richtig. Aber das ist auch keine große Überraschung. Wir sind komplett entgegengesetzt, was die Werte angeht. Wo sind die denn? Sind das die hier oben? Ja, sieht so aus, als wären es die hier oben. Die haben, ja, besonders viele Systeme haben sie ja nicht kolonisiert. Na gut, ich auch immer noch nicht, ne? Na gut. Die sind weit genug weg, dass wir uns jetzt nicht unbedingt direkt den Schädel einschlagen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und die haben auch direkt ihre Grenzen geschlossen. Ja, das ist jetzt nicht überraschend. Können wir eigentlich auch gerade mal machen. Das wird die dann zwar auch ein bisschen ärgern, aber das stört mich ja überhaupt nicht. Was kann ich mit dem Ding machen? Translating Warriors Texts. Bin mir nicht sicher, was mir das bringt. 1000 Energie und 1000 Mineralien ist schon ganz gut. Aber ich gucke einfach nur aus Interesse. Ich will wissen, was mir das bringt. Naval Capacity. Wir bauen im nächsten Jahr sowieso keine Schiffe. Also kann ich das ruhig noch verschieben.
Special project complete. So, dann haben wir hier unsere ganzen Robos hier umgebaut. Sollte, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Wir haben auch noch nicht so viele Robos und noch nicht die maximalen Boni hier rausgekitzelt. Das heißt, so viel bringt uns das momentan noch nicht. Wird es aber in Zukunft. So, Mineral Processing Plant, das wird sich auf die Dauer auf diesem Planeten auf jeden Fall lohnen. Und dann habe ich mal direkt alles in Auftrag gegeben. So, der Planet wird wirklich, der wird ganz gut Mineralien machen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das auf so einem Planet, aber ich meine, der hat ja die Bruni. Warum sollte ich das nicht machen? Wir haben nochmal Aliens gefunden. Das sind vermutlich sogar Empire-Aliens. Oh, und ich habe ich habe durch den letzten Kontakt natürlich Influence bekommen. Das habe ich ganz vergessen. Wir fangen mal direkt damit an. Influence kann man immer gebrauchen, wenn wir die Ersten sein sollten. Was nicht wahrscheinlich ist, weil wir ziemlich lächerliche Biologieforschung haben. Aber man kann ja hoffen. Ansonsten haben wir halt die Forschungszeit verschwendet. Und ich warte auch immer noch darauf, dass hier nochmal irgendwie Piraten auftauchen. Wie sieht denn unser... Wir sind bei 8%. Ja, man sollte mal hier irgendwie Systeme ausbauen. Aber dafür... Ach so, wo kommt denn meine plus 1 Starbase Capacity her? Ach so, weil ich so viele Systeme habe. Ja dann, gerne. Muss ich aber noch irgendwas Vernünftiges dafür finden, wo ich die hinbaue. Was haben wir denn hier oben? Haben wir... Es klingt... Was sind das denn? Sind das Curators? Oder welche Curators sind es? Das wäre die große Frage. So, hier machen wir uns an die Jungs ran. Gucken wir mal, ob wir was verlieren. Wir haben 4 und 13. Und die Jungs sind schon 4 und 12. Ja, da haben wir tatsächlich eine Korvette schon verloren. Okay, eine Korvette verloren. Ich glaube, das ist ganz okay. Dann schicken wir die Jungs mal zur Reparatur. Und die Korvette bauen wir auch direkt nach. Und dann nehmen wir uns... Was haben wir denn hier? Trümmer. Trümmer sind immer gut. Wenn er gleich mit der Anomalie fertig ist, dann kann er sowieso... Genau, dann macht er hier auf dem Weg, macht er hier schön das System. Und dann macht er hier schön die... Trümmer und dann macht er das System. So. Dann haben wir hier uns auch mal wieder ein bisschen weiter fortbewegt, was die Forschung angeht. Die Trümmer sind halt nach einer Zeit weg. Und dann hat man Pech gehabt. Wenn man diese Trümmer erforscht, kann man normalerweise sowas wie Forschungen bekommen und so. Das heißt aber quasi Punkte, die direkt auf eine bestimmte Forschung angerechnet werden. Und man kann die Forschung dann weiter betreiben. Die wird einem dann immer angeboten. Ancient Cybrex Base, das klingt doch schon mal gut. Wo ist denn das? Das ist hier. Dann machen wir das jetzt aber sofort. Bin ich mal gespannt, wo die Cybrex so zu Hause sind. Und wir haben noch zwei. Ach so, er hat seine Basis hier fertig. Ja dann. Leg mal los. Da weiß ich noch nicht, wo ich weiter hingehen will. Ich habe eigentlich mehr oder weniger genug von allem. Gucken wir uns erstmal hier die Welt an. Ja, die vermehren sich jetzt hier auch noch. Das ist halt super ärgerlich, weil ich eigentlich hier alles mit Robos vollbauen will. Der ist in 5 Monaten, etwas weniger als 5 Monaten soweit. Hoffen wir mal, dass bis dahin das Mineral Processing Plan fertig ist. System Reconnaissance completed.
Und das war... Masters Teaching Warring States. Achso, das ist dieses Ding, was ich da erforscht habe an... an Schriften. Genau, Schriften waren das. Was bringt mir das denn? Naval Capacity, Army Upkeep. Das ist ja cool. Für 100 Influence. Und da ich so viel Energie habe, würde ich gerade mal sagen, was mache ich denn mal? Pop Growth bringt mir momentan nichts. Mehr Mineralien bringt mir aber was. Habe ich gerade mal 1000 Energie bezahlt und habe jetzt für die nächsten Jahre plus 3 Mineralien. Das heißt, wenn ich mehr Pops habe, wird es natürlich auch effektiver, aber so viel mehr Pops kriege ich ja nicht in der Zeit. Science Division reports a new breakthrough. Das ist auch gut. Was ist das für eine strategische Ressource? Kinetischer Waffenschaden? Nee. Gehen wir mal auf die dritte Stufe der Raketen, wa? Oder Torpedos. Torpedos bringen mir jetzt noch gar nichts. Dafür sind die Schiffe, die meine Feinde fliegen, noch viel zu klein. Was macht eigentlich meine Flotte? Sind die schon wieder zu Hause? Sind das hier oben jetzt die... Ja, tatsächlich, das sind Artisan Troop. Bei denen kann ich im Grunde genommen Geld bezahlen und mir dafür Unity erkaufen. Werde ich auch demnächst machen, aber ich habe jetzt momentan nicht genug Geld auf Lager. Warum fliegt denn meine Flotte in dieses... Also ich weiß, die sollen sich reparieren. Aber ich habe hier doch gar keine Schiffswerft. Ich habe hier doch nur eine Station. Kann die Station das auch? Weil die fliegen natürlich zum Reparieren zur nächsten Station, die da ist. Scheinbar kann die Station das auch. War aber keine Absicht. Special Project complete. So, damit müsste ich doch jetzt alle Cybrex-Artefakte haben. Oder also 6 Stück, es gibt ja mehr, aber ich müsste... 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. So, dann müsste ich demnächst irgendwie eine Meldung kriegen, genau, Cybrex Home System. Wo ist das? Das ist nämlich von allerhöchstem Interesse für mich. Jetzt komme ich komplett durcheinander hier. Track on Map. Da oben ist es. Ja. Ja, da komme ich demnächst irgendwann mal vorbei. Ich denke mal, wenn ich hier fertig bin mit meinem Survey-Scan, dann fliege ich da direkt hin. Das hat in der Regel auch noch dazu, oder hat zumindest die Male, die ich das jetzt gesehen habe, relativ gute Ressourcen. Damit kann man echt gut arbeiten. Aber ich will jetzt hier keine Lücken lassen und ich muss vorher sowieso noch dieses System hier untersuchen. Für die Trümmer. So. Hier gibt es nichts zu tun momentan. Hier haben wir jetzt unser Monument aktualisiert. Kriegen damit mehr. Und bauen gerade den... Das Mineral Processing Plant. Muss ich mal gucken. Ich kriege jetzt plus 87. Dann sollten sich die Mineralien, die ich auf dem Planeten bekomme, sollten sich dann ja definitiv erhöhen. Das ist alles eigentlich gar nicht so schlecht.
Ich werde mal die Laser endlich mal erforschen. So, wie war das? 87, genau. Eigentlich kann ich das auch hier sehen, wie der Fortschritt beim Bauen ist. So, und ich sollte anfangen, einen neuen Robo zu bauen, wa? Anomaly found. Immer schön, oder nie die Robo-Warteschlange ungenutzt lassen. Jetzt bin ich bei 94. Oh, das ist ordentlich. Das ist ja echt ordentlich. Was bringt mir das denn hier? Also auf dem Feld waren vorher halt 9, jetzt hier 10, ja. Das war ganz cool. Und das wird ja noch mehr quasi. Und ich habe wieder so viele Mineralien übrig. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich könnte halt mal die nächste Kolonie anfangen. So einen großen Malus auf meine Forschung gibt es mir ja tatsächlich nicht. Das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Ich sollte wirklich einfach mal die Kolonie anfangen. Plus 5% auf Forschung ist halt wenig. Und vor allen Dingen kann ich auf diesem Planeten, werde ich ja eh Forschung betreiben und da werde ich so viel Forschung rausholen, dass ich, warum habe ich das nicht schon viel eher gemacht? Das lohnt sich doch eigentlich. Wenn ich hier ein paar Labore aufstelle, dann lohnt sich das doch bis zu einer gewissen Forschungsbasiskosten auf jeden Fall. Naja, werde ich aber in der nächsten Folge machen. Ich mache dann an dieser Stelle mit dieser Folge erstmal Schluss. In der nächsten Folge werden wir, ich gebe das schon mal in Auftrag. In der nächsten Folge werden wir unsere zweite Kolonie in Beschlag nehmen, sind, was die Kolonien angeht, dann natürlich meilenweit hinter allen anderen hinterher, aber genau das war ja auch der Sinn der Sache, das mal auszuprobieren, wie das funktioniert und ob das vernünftig funktioniert. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder und bis dann.